Da haben wir uns doch irgendwann einmal ausgerechnet, dass also ein Bild mit dem Zwischenraum 37,5 mm lang ist. Aber wie lang ist denn der ganze Streifen? Leider hat der Klang jetzt gerade keinen Maßstab, mit dem ihr das abmessen könnt. Aber wir haben ja da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilder. Das ist praktisch die ganze Länge, die ich ausrechnen möchte. Und die weiß, dass ein Sechstel davon 37,5 ist. Also, ein Sechstel ist 37,5 mm. Ich will aber nicht ein Sechstel wissen, sondern ich will wissen, wie lang ist der ganze Streifen, das X. Ich mache mal wieder meinen Erinnerungsstrich, dass ich das auf beide Seiten jetzt mache, links und rechts vom Ist-Gleichzeichen. Wo steht denn da x dividiert durch 6? Das Gegenteil vom dividiert ist mal. X dividiert durch 6 mal 6, das verschwindet. Wenn man es aufschreiben würde, dann kürzt sich das weg. Dann steht da oben unten mal, also dann steht da oben unten mal 1. X. Und auf der rechten Seite muss ich das jetzt auch machen. 37,5 mal 6. Jetzt könnte man da einen Taschenrechner holen, oder ich rechne das jetzt geschwind so aus, wenn das eh schon so schön da steht. 6 mal 5 ist 30. 3 tue ich mir jetzt in meinen Speicher, in meinen Fingerspeicher. 6 mal 7 ist 42 und 3 ist 45. Jetzt tue ich mir 4 in meinen Speicher. 3 mal 6 ist 18 und 4 ist 22. Millimeter. Wenn ich mir da jetzt die Probe mache und ich schaue mir das an, dann stelle ich fest, 22,5 haben wir genau gerechnet.